Jo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Miley, hinter der Kamera steht Lukasz. Achso, was geht? Hi. Ich habe ihn heute mal dazu geholt, damit ich euch ein bisschen besseren Einblick geben kann, auch was auf dem Herd passiert und so, weil das mit der GoPro war nicht ganz so gut. Du kannst mal herkommen. Ich will mal ganz kurz hier drauf. Wie ihr das vielleicht seht, da habe ich die festgeklebt gehabt und da habe ich jetzt schon ein bisschen was von der Tapete mitgenommen. Das ist schade. Aber macht mal nichts. Deswegen heute mit Lukasz hinter der Kamera. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange. Willkommen zum 4. Tag meines Adventskalenders. Heute wird es zum ersten Mal einen Nachtisch geben. Ich dachte mir, dieses Wochenende ist das Nachtischwochenende. Heute wird es Tiramisu geben. Ich habe richtig Bock, Digga. Feierst du Tiramisu? Anders. Geil. Ganz, ganz toll. Perfekt. So, wir holen uns auch direkt mal einen Topf zur Hand. Den werden wir nämlich gleich am Anfang brauchen. Dann brauchen wir Sahne und edelbittere Schokolade, mindestens 70%, ganz wichtig. Jetzt befeuern wir schon mal den Topf, so, und dann gebe ich auch die Sahne gleich mit da rein, so. Ich meine, nichts Spannendes, Sahne rein. Dann nehmen wir unsere Schokolade auch direkt dazu und die brechen wir jetzt einfach in einzelne Stücke. Das können wir machen, während unsere Sahne heiß wird. Traumhaftes Ding. Dann nehmen wir uns ein Gerät zum Rühren zur Hand und jetzt warten wir einfach erstmal darauf, dass das Ganze heiß wird. Die Schokolade können wir aber schon mal... Upsala. Das hat ein bisschen durch die Gegend gespritzt. Und dann wartet ihr, bis die Schokolade geschmolzen ist, rührt natürlich immer schön um und dann geht's weiter. Also bis gleich. So, dann stellen wir das Ganze klein und warten, bis das einfach so ein bisschen dickflüssig geworden ist. Boah, das riecht so sexy, Alter. Ich liebe Schokolade einfach. Du bist gar nicht so ein Schokofan, ne? Nee, Mann. Krass. Wenn, aber dann weiße. Stimmt, aber Tiramisu ist trotzdem einfach ein geisteskrankes Gericht. Was mich auch voll krass wundert, ist, dass da kein Kakaopulver mit dem Rezept ist. Weil eigentlich kommt da doch oben Kakaopulver drauf. Klar. Ja, ne? Ja, vielleicht ist das keine italienische Tiramisu. Oder Oliver, ne? Ja, gut. Es gibt da kein britisches Tiramisu. Nee, aber es gibt ein Jamie Oliver Tiramisu. Ja. Boah, so sollte das Ganze aussehen. Dass das so gut dickflüssig ist. Halt einfach eine ordentliche Schokocreme. So, dann nehmen wir unsere Löffelbiskuits zur Hand. Ey, ich in der Schule damals, Digga, die gab es voll oft zum Nachtisch, weißt du? Ja, Mann. Ich hab die geliebt als Kind. Echt? Ich mach die gar nicht so gerne. Echt nicht? Ich fand die ultra wild. Ich finde, die haben voll den komischen Crunch. Ja, stimmt, die sind so leicht pappig, aber trotzdem fand ich die immer voll wild. Hä, damit krieg ich doch niemals den kompletten Boden bedeckt. Wieso das denn genau? Benutzt Jamie Oliver wohl andere Löffelbiskuit? Ja, scheinbar. Wir nehmen einfach ein paar mehr, aber egal. Unsere Form ist zu klein oder James Löffelbiskuits sind anders. Aber also ich meine, da steht ja 100 Gramm im Rezept, so was. Aber 100 Gramm? Sind das 100 Gramm? Guck mal. Das ist doch weniger als 100 Gramm. Ja, das ist halt weniger. Gut, dass ich mehr gekauft habe. Hm. Habe ich mir schon fast gedacht. Digga, die sind schon geil, so mit diesem Zucker da oben drauf. Ja, die sind schon gut. Ewig nicht mehr gegessen. Besser, als ich sie in Erinnerung hatte. Dann kommt unser Kaffee ins Spiel. Da kommt zuallererst mal ordentlich Zucker rein, weil der soll gesüßt sein. Dann wird das Ganze einmal umgerührt. Und jetzt werden die Kollegen hier einfach schön mit unserem Kaffee begossen. So, jetzt kommt der Alkohol ins Spiel, meine Freunde. Jawohl. Haben wir einen süßen Sherry. Das andere, was da stand, kannte ich gar nicht. Also könnt ihr auch nehmen, steht auch so im Rezept. Jetzt wird das Ganze einfach damit alles beträufelt. Perfekt.
Lecker. Ich trinke keinen Alkohol. Dann nehmen wir einmal unseren Honig, Mascarpone, Ricotta und unsere Vanillepaste. Digga, hast du schon mal was von Vanillepaste gehört? Nee, Mann. Okay, wie sieht's denn hier mit unserer Schokoladencreme aus? Die ist auf jeden Fall immer noch zu heiß. Ich stelle die mal ganz kurz für 10 Minuten in den Kühlschrank. Dadurch, dass ich keine Küchenmaschine habe, kein vernünftiges Rührgerät, Mann, muss ich das Ganze im Mixer machen. Ich hoffe mal, das geht gut. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wie hartnäckig ist das denn? Nicht so wie letztes Mal, als wir die Butter gemacht haben. So, 250 Gramm. Wer hat sich das denn aber auch ausgedacht, eine Verpackung zu machen, wo das Ding zum Aufmachen so klein ist? Guck mal. Das kriegt man gar nicht richtig gepackt. Das ist wie bei Nutella, wenn das Ding oben nicht richtig abgeht, Alter. Ultra der Trigger. Schlimmste. 500 Gramm Ricotta. Digga, guck mal, ja, die Billigmarke kriegt's hin, Digga. Das hier, so muss es sein. Genau so muss es sein. Und 250 Gramm Mascarpone. Dazu kommen 3 Esslöffel Flüssighonig. Einer. Guck mal. 2. Ich hab's eben ein bisschen gut gemeint mit den 3 Esslöffeln. So, dazu kommt jetzt einfach noch ein saftiger Teelöffel von der Vanillepaste. Bin mal gespannt, ob ich die in meinem Leben nochmal für irgendwas anderes brauche. Sonst löffel ich die auch, Alter. So, und jetzt muss das Ganze gemixt werden. Einmal ein bisschen umrühren. Boah, diese Masse muss so lecker sein, Digga. Jetzt kommt der Passi wieder zum Einsatz. Jetzt kommt der ekligste Teil von allem. Das hier drauf irgendwie gleichmäßig zu verstreichen. So. Scheint aber bisher ganz gut zu funktionieren. Oh, da ist eine gebrochen. Hast du gesehen? Echt? Ja, die ist so hochgeklappt gerade. Oh. Aber ist ja halb so wild. Sie sind ja eh weich. Ich krieg diesen Mixer nie wieder sauber. Sag ich dir so, wie es ist. Einmal mit heißem Wasser durch, dann geht das schon. Meinst du? Ja. Boah, das ist befriedigend. Es hat ein bisschen was vom Kleber, das Zeug. Echt? Ja, das ist echt sehr, sehr, sehr sticky. So, das sieht mir doch nach was aus. Nochmal ein bisschen kratzen hier. Nochmal hier so die dünnsten Stellen ausbessern. Jetzt habe ich mir hier unsere abgekühlte Schokocreme zur Hand genommen. Die rühre ich nochmal ein bisschen durch, weil da eine Haut drauf entstanden war. Und die wird jetzt einfach schön langsam. Überall drüber gegossen und dann ganz vorsichtig, dass es nicht gleich komplett rancy aussieht. Habe halt mies Angst, dass es gleich einfach voll weiß wird oben, weißt du? Durch die Mascarpone? Ja, durch die Creme darunter. Boah, ich dachte echt, ich hätte viel zu viel von dieser Schokocreme, aber das wird jetzt sogar relativ knapp hier am Ende. Das sieht doch nach was aus. Ich bin echt jetzt schon zufrieden mit dem Ergebnis. Was würdest du sagen? Für die fürs erste Tiramisu? Fresh, Digga. Okay, Freunde, ich würde sagen, das Ganze kommt jetzt für 2 Stunden in den Kühlschrank. Ich mache aber noch mal ein ganz kleines bisschen die Schale oben sauber. Ganz vorsichtig natürlich. Zumindest mal so den oberen Rand. Sieht natürlich jetzt nicht ganz so geil aus da unten, aber egal.
So. Perfekt. Dann kommt das Ganze für 2 Stunden in den Kühlschrank. Und wir sehen uns wieder, wenn das abgekühlt ist, zum offiziellen Taste-Test. Lukas ist dann leider weg, weil der muss jetzt gleich noch ins Studio Beats machen. Der Bruder ist ja Producer. Und dann werden wir das Ganze aber alleine probieren. Boah, von unten sieht auch wild aus, wa? Freunde, hier seht ihr das Endergebnis. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben mittlerweile allerdings den nächsten Tag und jetzt steht Marlon hinter der Kamera. Guten Tag. Weil Lukas heute keine Zeit hat. Meine Mama hat mir aber empfohlen, das Ganze über Nacht im Kühlschrank stehen zu lassen. Deswegen nächster Tag. Es geht weiter. Jetzt wird das Ganze probiert. Ich habe ultra Bock und ich habe richtig Bock auf was Süßes gerade, weil Marlon und ich gerade eben Döner gegessen haben. Passt also jetzt perfekt. Boah. Das sieht doch super aus. Boah, das sieht schon sehr schmackhaft aus auf jeden Fall. Ich habe allerdings einen kleinen Fehler gemacht, der ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Die Schokocreme müsste rein theoretisch unter die Mascarpone-Creme, aber das ist ja an sich halb so wild. Das ganze Ding steht ja trotzdem, wie ihr seht, steht wie eine 1, von daher halb so wild. Könnt ihr machen, wie ihr wollt, aber ich habe es jetzt so rum gemacht. Bin auf jeden Fall gespannt. Puh, let's go. Boah, das kommt richtig gut. Das kommt richtig brutal. Wow. 10 von 10 sagst du? Mhm. Also ich würde wirklich sagen, das kriegt so glatt 5 von 5 Smileys, weil das ist wirklich, zeig das nochmal ganz kurz hier. Die Dinger, die Löffelbiskuits sind richtig, richtig weich geworden. Also wirklich richtig weich. Die Creme ist ein bisschen fester geworden und die Schokolade auch. Das ist einfach wow, wirklich. Ich glaube, du willst auch ein Stück, oder? Wenn du mich so fragst. Dann sollst du gar nicht lange warten hier. Das ist schon wirklich einfach Beauty. Das für dich. Dankeschön. Komm, stell dich mal ganz kurz an meinen Platz. Damit die Leute hier noch mal eine andere Bewertung kriegen. Bin ich mal gespannt. Das ist schon gut angepriesen. Das ist schon, ist auch einfach lecker. Krieg's nicht hoch. Schon stark. Schon sehr lecker, ne? Schon stark. Ich find's auch schon echt gut. Und ich bin eigentlich gar nicht so der, das ist Zartbitter-Schokolade. Echt? Ich bin eigentlich gar nicht so der Zartbitter-Fan, aber ich finde es echt, es kommt gut. Mhm. Ist geil, oder? Traumhaft. Okay, Freunde, ich habe nicht mehr viel zu sagen. Macht's auf jeden Fall nach. Bisher, glaube ich, mein Favorite aus dem ganzen Ding, weil es einfach auch am besten funktioniert hat und simpel war. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, checkt Insta aus, um bei den Umfragen mitmachen zu können. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, Freunde, haut rein, tschüssi und vergesst natürlich nicht zu lachen.